Hallo und guten Abend und willkommen zur Analyse vom Nasdaq für Montag, den 7.6.2021. Der Chartgeber ist die JFD Bank und wir befinden uns im Chart M15. Und wir schauen mal, was er gemacht hat. Und zwar hatten wir ja vermutet, dass wir irgendwo hier unten in den Bereichen ein Dreieck bekommen aus der Linie und der Linie. Und er hat am Freitag nach der Verkündung der Arbeitsmarktzahlen kurz danach 15:30 Uhr nach oben angesetzt. Also 14:30 Uhr war der erste Schub. War dann ein längerer Kampf hier, ist auch weit wieder runtergekommen. Ich hatte das mal verfolgt gehabt. Also sprich, schnell nach oben, schnell nach unten. Und dann ist er dann um 14:40 Uhr, 14, 15 Uhr, um 15:30 Uhr Punkt schießt er hier oben raus und nimmt dabei alles mit, was er nach oben hier irgendwo als Widerstände gehabt hätte. Ignoriert dabei auch alles, was hier oben im Weg ist. Das hat er vielmal so, ab 15:30 Uhr kennt er nur eine Richtung und bleibt dann relativ weit oben auch stehen. Also hat auch ordentlich zugelegt gehabt. Das Ding ist eben, es ist jetzt kompliziert geworden. Also sprich, man kann nicht sagen, dass er aus dem Gröbsten raus ist. Einfach auch, weil wir hier etwas haben, was noch nicht zuordnenbar ist. Wir haben hier möglicherweise nur ein A, B, C. Dann haben wir hier, also sprich ein A, ein B und hier möglicherweise ein C. Oder aber eben, das ist ja das Verrückte, das sind diese Failure, also sprich die Fehlbewegungen. Es kann sein, dass wir hier eine 1, 2, 3, 4, 5 als Ending Diagonal Triangle hatten. Und die kommt nicht hier unten durch. Das heißt, wir haben hier irgendwo die 1, 2, 3 und die 4 geht hier hoch. Die 5 bleibt stecken und löst dadurch eine harte Gegenbewegung aus. Sowas weiß man aber immer erst im Nachhinein. Das ist problematisch. Und manchmal ist es einfach, ich nenne es mal eine Elliott-Wellen-Alibi-Zählung. Also sprich, irgendwo, wenn alles fehlgeschlagen hat, gibt man dem Ganzen irgendwo einen Namen und das Ding nennt sich Failure oder Fehler und würde das Ganze eben im Nachhinein erklären, weil er eben nicht ordentlich unten rauskommt. Aber er macht eben diese 70% der Vorwärtsbewegung der 4 und die hat er gemacht. Und dann läuft er seitlich und statt nach unten aus diesem Trigger rauszukommen, geht er nach oben weg. Und deswegen ist halt auch immer die Notwendigkeit, selbst wenn man hier irgendwo ein ABC zählt und es sieht alles aus, dass er seitlich läuft und es sieht auch alles danach aus, dass er noch ein Tief macht. Es ist nie hundertprozentig und man muss immer irgendwo mit einem Stop-Loss arbeiten, weil sonst kann nämlich sowas passieren und das tut dann richtig weh. Weil eben jetzt auch Folgendes sein kann, wenn wir uns das mal betrachten, dann könnten wir hier eine Bewegung haben als Korrektur. Und das könnte die andere Korrektur gewesen sein. Also sprich bis hierhin. Dann haben wir hier eine Bewegung, hier eine Gegenbewegung, hier eine Bewegung, hier eine Gegenbewegung. Und das Ganze könnte entweder eine mehrfach zusammengesetzte Impulsbewegung sein, also sprich Zickzackbewegung, also sprich Korrekturen aneinandergereiht, A, B, C bzw. XW. Und das läuft dann eben weiter seitlich hochwärts. Man könnte aber auch im schlimmsten Fall irgendwo hier eine 1, 2, 3, 4 auch wieder als Alibi 5 dazu zählen, was ich aber nicht machen werde oder beziehungsweise nicht einsehe. Erst wenn alles schiefgelaufen ist, kann man das hier randichten. Aber im Moment sieht das auch immer noch so aus, als wenn das hier in sich geschlossene Bewegung ist, die korrektiv läuft. Fakt ist auf jeden Fall, er hat dieses Tief hier nicht genommen, um eben das noch so ein bisschen mehr auszuschließen. Wäre auch nie ganz ausgeschlossen worden, weil wir immer irgendwo auch in einer 1 oder einer A sein könnten. Das könnte alles Mögliche eben am Ende sein. Hat er nicht gemacht. Er kommt hier oben raus. Deswegen ist diese Geschichte beim Nasdaq auch immer, dass wir sagen, wir arbeiten hier mit Triggern. Wir legen den jetzt hier an, weil das in etwa die Parallele ist zu der Geschichte hier. Und das könnte unser Kanal sein. Was könnte jetzt passieren? Gehen wir davon aus, dass wir hier bis zu dem Punkt die Korrektur hatten,
dann sind wir jetzt in einer neuen Bewegung. Und diese Bewegung könnte entweder eine 5 sein oder aber eben so eine W-Bewegung, also sprich die letzte Bewegung in der Korrektur. Fakt ist auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn ich hier eine 1, 2, 3, 4, 5 habe, wir hier die 5 haben und danach eine Gegenbewegung kommt. Die könnte, wenn wir das mal aufzeichnen, irgendwo möglicherweise hier mit einer 1 bzw. hier eine 3, eine 4, eine 5 irgendwo hinlaufen. Wir haben auch immer noch unsere grüne Ziellinie von der Wölfewelle. Ja, die kann auch hier noch weiter hochlaufen, hier hinlaufen und dann irgendwo als A, B, C, als Mindestbewegung, wenn das hier eine 1 sein sollte im Ganzen, nach oben gerichtet, wie auch immer, bis auf diesen Trigger zurücklaufen danach. Vielmal ist es dann auch so, wir haben hier auch diese Linie. Bis hierhin zurücklaufen. Als A, B, C wieder hierhin zurücklaufen. Und dann eben die C, also A, B, C und dann eben weiterlaufen. Das muss man jetzt abwägen und beobachten, wie das hier wirklich läuft. Also sprich, hiervon hängt so ein bisschen ab. Er kommt auf jeden Fall hier oben drüber. Bedeutet, dass hier irgendwo nach unten was gerichtet war, ist damit ausgeschlossen. Also entweder haben wir hier wirklich nur ein C oder ein ABC oder eben die Möglichkeit, dass hier nochmal was oben gelaufen ist. Es ist halt sehr kompliziert. Wir wissen es nicht genau. Deswegen müssen wir jetzt beobachten, anschauen, ob er eben hier möglicherweise hochkommt, was eben dabei auch als Triggeroption entstehen kann, ist hier sowas, dass wir irgendwo noch eine seitliche Bewegung bekommen, die Nacht, die dann durch den Bruch nach oben das Ganze rauskatapultieren kann, um eben auf diese Wolfewelle-Ziellinie, hier unsere grüne Linie, anlaufen kann. Hier gibt es noch mehr Geschichten, also sprich das ehemalige Hoch, was ich hier mit 0 kennzeichne, also sprich das Ende der Impulsbewegung hier oben bei 14.038. Ganz heißer Kandidat. Im Moment schneidet sich das hier und wäre eben eine Anlaufstelle, um irgendwo einen Widerstand darzustellen hier oben. So. Das wäre so ein Punkt hier oben. Die Gegenbewegung muss man dann abwarten. Fakt ist, der Hauptträger ist immer noch hier. Und ist einer der interessantesten Trigger, der dann angelaufen werden kann. Der Bruch würde diese Bewegung hier beenden. Dann geht es wieder los. Ganz typisches Beispiel. Anlauf der Linie 1, 4. Also dieses Standard abspulen. Und bei eben hier dann dieser Punkt wäre, der entscheidend ist für den Werdegang, ob wir hier irgendwo einen Abschluss von was Größerem hatten, dass er doch nach unten durchbricht oder eben hier seitlich werden. Aber das wird sich erst zeigen. Das müssen wir abwarten. Wenn er hier oben irgendwo reagiert, damit wäre auch ein Bruch des ersten Tiefs. Wäre damit auch ein Trigger, wenn wir hier eine 1 oder eine A hätten, eine 2 oder eine B, dann könnte man schauen, ob man hier irgendwo einen Einstieg mit einem Trigger findet, um eben hier runterzukommen. Und das wäre dann so ein Mindestziel, was wir dann hätten. Und das Mindestziel bewegt sich dann irgendwo bei 13.470, 480 irgendwo, wenn man das Level von den letzten Tiefs hier sich anschaut, die sind alle irgendwo in dem Bereich. 13.464 und hier haben wir 13.450. Das zieht sich also durch diesen Bereich durch hier.
Und weil es der Nasdaq ist, wird es wahrscheinlich relativ genau auf diese Verbindung der 1, 4 bzw. AX oder ähnliche Geschichten, wie man diese Bezeichnungen hat, darauf hinlaufen. Ich nenne es Wolfewelle-Ziellinien. Da werden wieder viele schimpfen und sagen, ja, eine Wolfewelle braucht eine Überlappung in dem Bereich. Ich sage, kann man nehmen, muss man nicht, aber die Linien reagieren in jedem Fall. Und ob ich sie jetzt Linie 1, 4 nenne oder Wolfewellen-Ziellinie, das ist erstmal dahingestellt. So, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend noch und einen guten Start in die Woche mit einem guten Handelstag. Und wir hören uns, je nachdem, wie sich das jetzt hier entwickelt und was ich sehe, am Montag oder am Dienstagabend im Nasdaq. Auf Wiederhören.